Hi Leute, in dieser Serie wollen wir euch Möglichkeiten zeigen, den Gegner im Kampf in aussichtslose Positionen zu bringen, um den Kampf mit Ground and Pound oder durch taktisch erzwungene Submission zu beenden. Heute sehen wir, wie wir durch Schläge und eine spezielle Technik die Full Guard öffnen und passieren können. Der Gegner wird hier mit harten Ground and Pound beschäftigt. Lukas rutscht mit den Armen in die Deckung hinein. Er verschließt neben dem Kopf mit Gable Lock und schiebt seinen Ellbogen nach vor, um den Gegner aufzuspannen. Jetzt greift er in die Achsel, bringt die Faust zum Boden, schlägt weiter zum Kopf. Unter diesem Druck schiebt der Gegner die Hüfte hinten raus und öffnet die Full Guard. Lukas nützt die Gelegenheit, holt sich den Overhook, passiert die Guard. Der Gegner kommt jetzt hoch in die Bankposition und Lukas dreht ihm jetzt hier aus der Sprawl Control gleich weiter und holt sich hier den Anaconda Choke. Bis zum nächsten Mal.